Hallo Freunde, heute ist der 20. April 2022. Ich befinde mich weiterhin in Odessa. Heute war ein verhältnismäßig ruhiger Tag. Am Abend hatten wir die einige Drohnen über unsere Stadt gesehen und die wurden abgeschossen. Das knallt ordentlich. Also jetzt haben wir 20 vor 12 unsere Zeit, 20 vor 11 eure Zeit und das war bis jetzt Fliegenalarm, also von Schlaf oder Konzentration konnte man schlecht sprechen. Wir haben heute bei uns an der Küste, ich war nicht am Meer, aber Freunde von mir haben das erzählt und ich werde das jetzt nicht veröffentlichen, aber ich habe auch Bilder gesehen von der Uniform der russischen Soldaten, welche auf dem Kriegsschiff Moskwa waren. Das ist natürlich sehr traurig. Also ich meine, egal welche Leute sterben, das ist immer traurig und das ist definitiv der Fall. Also wir haben deren Uniform hier gesichtet bei uns vor der Küste und also da sind einige Menschen verstorben. Ihr könnt euch vorstellen, das ist 80 Kilometer von der Küste passiert, glaube ich, oder noch weiter. Und wenn es jetzt so an die Küste angespült wird, dann muss man nicht so viel mit der Wahrscheinlichkeitstheorie rechnen. Dann, wenn drei oder vier oder fünf Anzüge gefunden werden, dass da, naja, ist auf jeden Fall passiert heute. Das wurde so mitgeteilt und ich habe das gesehen. Wir haben weiterhin große Gefechte in Nikolaev. Das war vor einer Woche noch unvorstellbar. Das war jetzt irgendwie ganz, ganz weit in Donetsk und in Lugansk vielleicht, aber in Mariupol natürlich, aber nicht in Nikolaev. Das ist jetzt akut das Problem da. Also wiederum, ich darf es jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich habe einige Videos und Bilder aus der dortigen Situation. Das sieht auf jeden Fall nicht sehr gut aus und diese 500.000 Menschenstadt hat keine Wasserversorgung mehr. Nach wie vor schickt man sehr viele große Mengen an Wasser von Odessa aus oder von den nahegelegenen Orten, aber für so viele Menschen ist das immer noch sehr, sehr knapp. Wir hoffen sehr, dass es uns erspart bleibt hier. Odessa war bis jetzt verhältnismäßig verschont. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Der Krieg ist eigentlich jetzt in der Phase, wo ich sehe, wenn ich die anderen Medien lese, dass auch langsam die Chinesen ein bisschen von Russland abdrehen und ihre Position nicht klar definiert haben. Es ist schwierig. Ich bin müde für heute. Ich wollte sagen, dass es uns gut geht. Meine Großmutter geht's gut, wir waren heute spazieren, ein bisschen einkaufen. Und insgesamt ist alles okay und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Bis bald, bis morgen, euch allen schönen Abend. Ciao, ciao.